War. War never changes. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain built an empire from its lust for gold and territory. Hitler shaped a battered Germany into an economic superpower. But war never changes. In the 21st century, war was still waged over the resources that could be acquired. Only this time, the spoils of war were also its weapons. Petroleum and uranium. For these resources, China would invade Alaska, the US would annex Canada, and the European Commonwealth would dissolve into quarreling, bickering nation states bent on controlling the last remaining resources on Earth. In 2077, the storm of World War had come again. In two brief hours, most of the planet was reduced to cinders. And from the ashes of nuclear devastation, a new civilization would struggle to arise. A few were able to reach the relative safety of the large underground vaults. Your family was part of that group that entered Vault 13. Imprisoned safely behind the large vault door, under a mountain of stone, a generation has lived without knowledge of the outside world. Life in the vault is about to change. Ich begrüße euch zu einem weiteren Let's Play, und zwar diesmal Fallout 1. Ja, das Spiel wurde von den Black Isaac Studios entwickelt und wurde am 30. September 1997 von Interplay veröffentlicht. So viel von mir dazu. Es gibt von mir jetzt nicht großartig viel dazu zu sagen, bis auf, dass ich das Spiel bis zum Eingang, naja, nicht bis zum Eingang, also bis zum Bestehen der zweiten Vault, sage ich mal, kenne, in die man kommt. Also ich kenne den Anfang, mehr nicht. Der Rest ist, wie man so schön sagt, blind. Ja, wir sehen dann mal, wie wir weiterkommen. Wir werden auch direkt mit neues Spiel anfangen. Also ich will jetzt nicht unendlich reden, wie sonst immer, weil das halt ist wieder Halsmal und Spiel und solche schönen Sachen, und ja, brauchen wir nicht. Ja, was wir haben ist, wir haben ursprünglich eine, wir gehen erstmal auf Create New Character, wir haben ursprünglich eine englische Version, die zugrunde liegt, weil meine Version ist relativ neu, die ich davon gekauft habe. Das Spiel wurde von Calypso, jetzt mal die Jahre, steht das jetzt vielleicht auf der Verpackung? Also das wurde jedenfalls neu aufgelegt. Das Schöne war, der Firma, die das machte, ist da ein Fehler unterlaufen, nur dass in der deutschen Version, obwohl da USK-Stempel und alles drauf sind auf der DVD, teilweise die englischen Versionen drin sind. Kann man nichts machen, ich habe jetzt einfach einen deutschen Sprachpatch installiert. So einen Charakter habe ich auch schon generiert, den können wir laden, er heißt Boltzmann. Benannt nach Ludwig Boltzmann, einem österreichischen Physiker und Philosophen, meine ich, der viel in der Thermodynamik machte. Ich habe mir gedacht, Boltzmann, man braucht irgendeinen Namen, der muss da reinpassen. Und Boltzmann, das hört sich schon so an, ja, der haut zu. Nein, auf jeden Fall, ja, ich habe ihr verteilt, ich habe Stärke 5, Perception, also Wahrnehmung 7, Ausdauer 5, Charisma brauchen wir nicht, 4, Intelligenz 7, vielleicht ein bisschen wenig. Müssen wir vielleicht doch noch irgendwo was abziehen. Ausdauer, verlieren wir durch 2 Treffpunkte, ja egal, hier mehr Intelligenz. Ist schon besser. Und Beweglichkeit 8 sowie Luck, Glück, genau. Glück haben wir auch nur 4, also wir haben im schlimmsten Fall eher Pech. Oder dass uns, ich glaube, es passieren so tolle Sachen wie, dass eine Waffen kaputt gehen oder einem die Magazine rausfallen oder sowas in der Art. Das wird auch lustig. Als Zusatzmerkmale habe ich treffsicher ausgewählt, das heißt, man trifft besser, macht weniger Schaden. Und wilder Kämpfer, weil
wenn schon englische Version und Sprachpatch, dann kann man auch gleich so viel Blut nehmen, wie man bekommt. Ich dachte mir des Weiteren, dass wir als Hauptfähigkeiten öffnen, Wissenschaft und Reparieren wählen. Ja, damit wir möglichst an alles irgendwie anständig rankommen. Die Waffenfertigkeiten kann man im Notfall immer noch hochsetzen. Hier Nahkampf haben wir zum Beispiel schon von Anfang an 61. Sowie unbewaffnet auf 71, das sind halt Werte für Kampf, ja, Kampfwaffen, toll, Kampfwaffen, Nahkampfwaffen, also unbewaffnet ist, glaube ich, ja, hier steht Kampf mit Händen und Füßen, ich weiß nicht, ob hier solche Sachen wie Powerfäuste oder falls es sowas in der Art gibt, also, oder Schlageisen auch mit rein gehören und Nahkampfwaffen sind halt hier, steht ja hier, Messer, Vorschlaghammer, Speere, Knüppel. Ja, damit werden wir uns am Anfang wohl erstmal durchschlagen müssen. Das sehen wir dann. Viel Schaden machen wir nicht. Wie gesagt, wir sind Boltzmann, haben das Alter 23 und sind männlich. Und des Weiteren, was ich noch sagen muss, falls mal was nicht ganz synchron ist, es gibt so Videosequenzen, wo mit einem gesprochen wird. Das passiert auf Englisch. Man hätte normalerweise höchstens einen deutschen Untertitel. Den habe ich theoretisch auch eingestellt. Der ist aber hauptsächlich nur für mich, weil ihr werdet euch nur mit der englischen Sprache begnügen müssen, da mein Aufnahmeprogramm sehr, sehr toll ist und die Videosequenzen entweder nicht oder in sehr ruckligen Bildern aufnimmt. Das heißt, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, wie damals bei Starlancer auch, falls sich der ein oder andere dran erinnern sollte oder es gesehen hat, da erwähnte ich sowas in der Art, weil da auch Videosequenzen nicht anständig bzw. gar nicht aufgenommen wurden, dass ich diese aus dem Spiel extrahierte, umformte und drüber schnitt. Das hat für euch den Vorteil, ihr seht das Video schön über das ganze Bild in 4:3 und ich habe hier in der Mitte nur so einen kleinen Kasten, wo ein Untertitel drunter ist. Für euch ist das dann natürlich, also ich würde es schöner finden in Vollbild, auch wenn man keinen Untertitel hat. Ja, und ich würde sagen, damit können wir dann auch schon loslegen. Ha, you're here. Good. We've got a problem. A big one. The controller chip for our water purification system has given up the ghost. Can't make another one, and the process is too complicated for a workaround system. Simply put, we're running out of drinking water. No water, no vault. This is crucial to our survival. And frankly, I think you're the only hope we have. You need to go find us another controller chip. We estimate we have 4 to 5 months before the vault runs out of water. We need that chip. We marked your map with the location of another vault. Not a bad place to start, I think. Look, just be safe. Okay? So, da wären wir auch. Hier sehen wir unseren schönen gottgleichen Avatar in diesem Spiel. Ja, wir können uns erstmal noch damit beschäftigen, was wir hier haben. Also die Oberfläche. Da sieht man schon eine Ratte. Die können wir, indem wir rechts klicken, kriegen wir diesen Cursor. Damit können wir, sehen wir hier, du siehst eine Höhlenratte. Hier sehen wir beispielsweise, du siehst Knochen. Daneben sehen wir eine Hand. Das heißt, wir können zu diesem Knochen dieses anscheinend toten Waldbewohners, der da rumliegt, durchwühlen
und dann Sachen da drin finden, im besten Falle. Du siehst Türsteuerungscomputer. Den können wir auch benutzen, wie man sieht. Also man kann hier, man hat ein Hexfeld, in dem man sich bewegt. Das sieht man an diesem sechseckigen Cursor-Symbol. Und wie gesagt, hier haben wir den, wenn wir ein weiteres Mal rechts klicken, haben wir wieder den normalen Cursor. Mit dem können wir uns alles angucken. Du siehst Vault 13 Außentür. Ja, wir sind jetzt hier. In der Vault ist alles kaputt. Der Steuerungschip für die Wasseraufbereitung ist ein Haufen Schrott. Und wir sollen einen neuen besorgen. So, zur Oberfläche. Wir haben einmal die Karte. Vault 13 Höhleneingang. Sieht man hier, wir können hier High und Low Quality, nehmen wir mal High. Wir haben die Rechenleistung hier heutzutage. Ich meine, das Spiel wurde für einen Pentium-Prozessor mit 90 MHz ausgelegt. Da sind wir mittlerweile ein paar Mal drüber. Ja, hier haben wir noch Scanner. Vermutlich gibt es Scanner in diesem Spiel, die einem helfen, so Karten aufzudecken. Kann ich noch nicht zu sagen. Wie gesagt, ich kenne nur rudimentär den Anfang des Spieles. Und der wird sich auch bei uns darauf beschränken, vermutlich die erste Folge jede Menge Ratten zu töten. Das sehen wir dann aber ja. Hier haben wir den Charakterbogen nochmal, den können wir uns ansehen. Da sehen wir Level 1, Erfahrung 0, nächstes Level bei 1000. Bonus, Karma, Ruf allgemein 0, Opfer. Da sehen wir anscheinend, wie viele Leute wir umgebracht haben. Hier könnten wir jetzt auch Punkte verteilen, wenn wir Punkte hätten. Haben wir nicht. So ein Mist. Okay, wir sind damit einverstanden. Dann haben wir hier, genau, den Pip-Boy 2000. Hier sehen wir das aktuelle Datum, den 5. Dezember 2161, 7.22 Uhr. Things to do, get the water chip, 150 days left. Ja, wir sollen also in die nächsten, das sind 5 Monate, glaube ich, so grob überschlagen, sollen wir den Wasserchip besorgen, der unsere Leute retten soll. Und vermutlich auch uns, wenn wir in die Vault dann zurückkehren und fröhlich mit denen weiterleben. So ist zumindest vermutlich der Plan. Was ich dazu sagen muss, wir tüdeln erstmal mindestens 90 Tage rum und versuche das, oder ich versuche das alleine zu machen. Also, was heißt alleine zu machen? Ihr könnt mir gerne Tipps geben, wenn ich mal wieder irgendwas total verpeile, kommt der mal vor, wo ich denn mal hingehen könnte oder sowas in der Art. Aber wenn wir nur noch so 60 bis 50 Tage übrig haben und ich das Gefühl habe, wir kommen so zu nichts und wenn die 150 Tage nachher abgelaufen ist, das Spiel vorbei und alles ist hier kaputt und im Arsch, um es so auszudrücken, dann nehme ich mir einfach mal raus, im Notfall eine Komplettlösung zur Hilfe zu ziehen, damit das hier nicht alles umsonst war und das Projekt ohne richtiges Ende, sage ich mal, beendet wird, weil hier irgendwelche Leute verdursten oder so. Vielleicht können die ja sogar verdursten, das Spiel geht weiter, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe das nur mal bis zur zweiten Vault gespielt. Ja, hier haben wir den Status, da steht Status, Vault 13, da sehen wir dann hier eine Übersicht unserer Aufgabe. Suche den Steuerschiff. Können wir das noch anklicken? Nein, können wir nicht. Hier ist irgendein Menü, was nicht funktioniert. Automaps. Kartenansicht. Ja, ist jetzt nicht so viel irgendwie. Weiß ich auch nicht. Archivs, Aufseherbriefing, da Videoarchiv, da können wir uns nochmal die Videos angucken. Manche Charaktere haben halt solche Videos, wie wir eben gesehen haben. Die erzählen uns dann schön was. Da kann man sich das nochmal angucken. So, da waren wir drin. Dann haben wir das Inventar. Hier sehen wir ein Kampfmesser, das können wir hier hinlegen. Und eine 10mm Pistole. Ja, mehr Informationen gibt es dazu einfach nicht. Und wir haben hier Mentats. Das ist die Mentats, genau, Mentats. Ein Werkzeug, Dietriche und Leuchtraketen. Ich glaube, das ist abhängig davon, was man als erste Fähigkeiten wählt. Und eigentlich, achso, und wir haben auch noch, was ist das? Buff Out. Habe ich meine Waffe irgendwie aus dem Inventar geschleudert? Da habe ich keine dabei. Ich dachte, wir haben eine 10mm Pistole. Wartet mal. Hm? Ach, die ist da unten. Gut, 10mm Pistole. Hier sehen wir auch 10mm Pistole. Hier Messer, Schaden 1 bis 7, 10mm Pistole. Schaden 5 bis 12. Munition 0 von 20, 10mm JHP. Das ist, glaube ich, JHP ist für... Ja, vermutlich kann man das so alle dann... Munition 12 von 12.
Hier, wir können unsere erste Leiche ausplündern. Der hat nämlich 10 mm AP im Inventar. AP steht in dem Fall für Armor Piercing. Also Munition, die Rüstung durchschlägt. Die werden wir anfangs vermutlich nicht brauchen. Komme ich auf I ins Inventar? Ja, schön. Da hier steht einfach Munition ab 10 mm AP, also Armor Piercing. Die durchschlägt Gegner mit Rüstung. Man sieht, glaube ich, von außen, wenn man die anguckt, dass die Rüstung anhaben. Und die JHP ist halt Munition für Gegner ohne Rüstung. Da ist halt dann, je nachdem, Abzüge vermutlich drauf, was man verschießt. Ja, wir sehen Triche, wir sehen alles, weil wir sind Gott. Oder so ähnlich. Ja, wie schon gesagt, wir rennen außerdem immer genau. Ich kann auch eben auf die Optionen eingehen, wie die eingestellt. Wir haben den Schwierigkeitsgrad normal, das belasse ich erstmal so. Die Kampfschwierigkeit auch. Grad der Gewalt, wenn wir eh schon so blutigen Tod und Verderben haben, dann kann der auch maximal sein. Zielmarkierung habe ich, glaube ich, mal eingeschaltet, weil ich keine Ahnung habe, was das ist. Kampfmeldung lang. Ich glaube, es ist vermutlich, wie lang irgendwo was steht irgendwo. Hier habe ich letztes Mal schon Kampfscherkrufe. Kampfschmerkrufe? Keine Ahnung, was das sein soll. Vermutlich fehlt mir da mal wieder ein Wort in meinem Wortschatz. Sprachfilter? Ich weiß nicht. Laufen immer, weil schleichen. Wir nicht, wir sind Bolzen, Mann. Wir bolzen uns dadurch, das ist wie... Kennt jemand Bolzen? Das ist sowas ähnliches wie Fußball spielen. Also das ist Fußball für Leute, die Spaß dran haben wollen. So, wir gehen auf unsere erste Ratte zu. Man sieht, die Ratte sieht uns, wir kommen in den Kampfmodus, der ist rundenbasiert. Wir haben 8 AC, das sind Action Points oder Bewegungspunkte, die sieht man hier auch nochmal. Obwohl das hier 9 sind, oder? An den erleuchteten Dioden. 10 Stück sind das und 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir mit unserem Messer Ratten und wir haben voll daneben getroffen. Und dann treffen wir für 5 Schadenspunkte. Und dann haben wir anscheinend wieder voll daneben. Dann ist die Ratte dran oder auch nicht. Dann machen wir einfach normal, weil wir voll der Ratte dran. Und sie zerspritzt über den ganzen Raum. So wie sich das gehört. Wir könnten jetzt den Leichnam durchsuchen. Rechts vom Boden bis zur Decke. Achso. Diese dicke Steinsäule reicht vom Boden bis zur Decke und ich wollte eigentlich an die Ratte. Gut, da kommen wir jetzt nicht ran, weil die anscheinend hinter der Steinsäule gestorben ist. Wie man gerade noch gesehen hat, wir waren noch im Kampfmodus und haben uns bewegt. Das heißt, wir haben jedes Mal einen Aktionspunkt pro Bewegung verloren. Hier sind weitere Ratten. Mit denen werden wir jetzt unseren Spaß haben. Mit dem Messer. Währenddessen kann ich noch vielleicht aufs Kampfsystem eingehen, was ich davon bis jetzt gesehen habe, beziehungsweise... Ja, auf das, was ich nicht gesehen habe, kann ich natürlich nicht eingehen. Aber wir können ja mal sehen, wie man sieht, es läuft rundenbasiert ab. Wir haben immer unsere Aktionsphase, dann hat der Feind seine Aktionsphase und trifft voll daneben in diesem Fall als Höhlenratte. Und wenn der seine Aktionspunkte verbraucht hat, sind wir wieder dran. Also es verläuft in Runden, da sind auch schon wieder ein paar mehr. Vielleicht sollten wir dafür unsere Waffe benutzen, weil die ein bisschen mehr Schaden macht. Und mehr. Ich weiß nicht, ob wir mit der besser treffen. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Wir gehen mal am besten nah ran, weil so eine Pistole ist auch am zielsichersten im Nahkampf, ist ganz klar. Außerdem kann ich sie noch auf etwas anderes einnehmen. Das hätte ich auch mit dem Messer schon machen können. Aber ja, ich erzähle so hastig, ich kann mir eigentlich Zeit lassen. Könnte ich hier drauf drücken, da steht Single und man kann, ja, Single heißt einfach ein Schuss quasi. Die Single Fire gibt, glaube ich, auch noch Bust, also ein Feuerstoß. Das ist dann mit anderen Waffen. Und wir können hier auch draufklicken. Man sieht, die AP gehen dann hoch und man bekommt hier so ein Icon, so ein Ziel-Icon. Wenn man das hat, kann man auf die Ratte klicken. Wir treffen den Körper zu 91% beispielsweise. Den könnten wir auch so, glaube ich, mit dem normalen Schuss treffen. Und wir bekommen hier dieses Auswahlmenü, wenn wir dieses Symbol unten haben. Das, wie gesagt, das braucht ein AP mehr. Ich weiß nicht, ob das bei jeder Waffe gleich ist. Und ich habe eben gesagt, ich könnte mir mehr Ruhe lassen. Also tue ich das jetzt vielleicht auch mal. So, und wir sehen hier, wir können anvisieren. Kopf, Augen, rechte Pfote, rechtes Bein. Den Körper, den Hinterleib, die linke Pfote und das linke Bein. Man sieht hier, man hat bestimmte Werte, das zu treffen. Das ist halt so ein Prozentwert, der dahinter steht, auch wenn da jetzt kein Prozentzeichen hinter ist. Je nachdem, was wir anvisieren, haben wir ein anderes Schadenspotenzial. Zum Beispiel können wir hier den Kopf anvisieren, dann treffen wir zwar nur zu 51%, aber gut, oder auch das linke Bein. Ich weiß nicht, wie das hier mit dem Verkrüppeln von bestimmten Körperteilen ist. Ob das angezeigt wird, ob das irgendeinen Sinn hat, kann ich nicht sagen. Das finden wir dann hoffentlich während des Spielens heraus. Ich würde sagen, wir greifen bei den Körpern, das könnten wir auch mit dem normalen Schuss machen, dass wir uns ein AP weniger kosten.
Und natürlich treffen wir. Achso, wir haben doch getroffen. Ich würde schon sagen, wir treffen natürlich für Dingens vorbei. Dürfen wir nochmal? Nee, dürfen wir nicht. Hier haben wir den Icon, der beim Kampf aufgeht. Ich möchte dabei nicht scrollen. Da steht End Turn oder End CMBT. Also CMBT steht in dem Fall für Combat, also Kampf. Wir könnten jetzt zum Beispiel auf den Kampf beenden klicken und weglaufen, theoretisch. Ob das so gut funktioniert, sei mal dahingestellt. Wir können aber auch einfach den Zug beenden. Ich sehe gerade, wir haben noch 3 Punkte und wir können natürlich, wir haben jetzt geschossen. Das heißt, wir haben noch eine Auswahlmöglichkeit mehr. Wir haben jetzt hier noch Reload stehen. Kostet 2 Action Points. Das heißt, wir laden die Waffe nach, das können wir mal machen. So, dann haben wir die noch verbraucht, dann ist die Waffe wenigstens wieder durchgeladen und voller Munition für den Notfall. Dann beenden wir mal unseren Zug. Da kommt noch eine Ratte an, die beißt uns für 3 Treffpunkte. Das war wohl ein Fehler, Ausdauer wegzunehmen. So, dann schießen wir auf die Ratte und sie splattert ja, überall rum. Die können wir jetzt, glaube ich, nicht einfach. Wir laden jetzt nicht nochmal nach und dann beenden den Zug. Und wie gesagt, das Kampfsystem, wie man sieht, es ist übelst actionreich und wir treffen mit 91% daneben. Vermutlich das Fehlen des Glücks. Okay, es sind nur 90%. Ich glaube, wir benutzen wieder unser Messer. Das verbraucht wenigstens keine Munition. Haha, zersplittert. Zersplittert sie ja. Sie zerberstet überall hin. Wir gehen mal weg. Darf ich den Combat? Ich will was ausprobieren. Wir haben hier nämlich Können. Fähigkeiten. Ja, jetzt habe ich den Mund dabei nicht richtig aufgemacht. Da haben wir Fähigkeiten wie Schleichen, Öffnen, Stehlen, Falle, Erste Hilfe, Arzt, Wissenschaft und Reparieren. Mit Erste Hilfe heilen wir uns, glaube ich, selber. Weil hier stellt sich keine Heilung ein. Mit Arzt heilen wir uns, glaube ich, auch irgendwie selber. Ich weiß nicht, wie die Fähigkeiten kumulativ auf sich wirken oder anders irgendwie. Kann ich nicht drauf eingehen. Das sagt mir jemand oder wir finden es raus, je nachdem, und die Ratte ist tot. Wieso ist die jetzt sofort so gut gestorben? Ach, jetzt habe ich was ganz vergessen. Ich wollte mich eigentlich schon mal heilen, damit wir jetzt nicht irgendwie dumm krepieren. So, wir haben 4 Stimpacks, das sind so Heilgegenstände. Da können wir hier rausgehen, da können wir das benutzen, da können wir uns anklicken und dann kriegen wir, glaube ich, so ein paar Treffpunkte, 15 Stück. Und vermutlich wird das jetzt verschwenden, weil wir hatten 12. Wieso sind wir noch 8? Wir hatten dann mehr. Wir hatten noch mehr als 12. Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht hätte ich darauf achten sollen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Nehmen wir eins von unseren beiden Kampfmessern und gehen wir weiter auf Rattenjagd. Hallo? Will ich angreifen? Hoffen wir, dass wir uns auch immer nicht gesehen hat. Wir machen nochmal 4 Schaden. Wir hauen daneben und machen nochmal keinen Schaden. Oh, wir sind so gut. Wir sind ein Gott, der keinen Schaden macht. Naja, für die Ratten sind wir vielleicht noch göttlich. Vermutlich ist Gegner, die gemeiner sind. Und ja, natürlich rennen wir an die Ratte lang und machen dann End Turn, ohne einmal zuzuschlagen, weil wir keine AP mehr haben. Um voll auf die Fresse zu bekommen. Man sieht schon, mein Spielstil ist verschwenderisch. Wir werden vermutlich nicht sehr weit kommen. Treff mich, genau, treff mich. Ja, tot. Ich sagte doch, wir sind sowas ähnliches wie ein Gott. Ja, hier können wir noch gucken, hier sehen wir Steine und mehr Steine und noch viel mehr Steine. Das interessiert uns also mal so überhaupt nicht. Wir können uns auch noch den Türcomputer angucken, das haben wir ja auch noch nicht gemacht. Hier können wir ja den bedienen. Und im Textfeld steht jetzt erstmal, du siehst Türsteuerungscomputer. Du benutzt den Türcomputer. Dein Zugriffscode wird vom Computer nicht erkannt. Scheiße, also kommen wir schon mal nicht zurück. Oh, entschuldigt das Fluchen. Das war so jetzt nicht so geplant. Ja, wir töten auf jeden Fall weiter Ratten. In der Hoffnung, hier irgendwann rauszukommen und jede Menge Erfahrungspunkte zu kriegen. Höhlenratte wurde für Treffpunkte getötet. Ja, jede Höhlenratte gibt 25 Erfahrungspunkte. Die kriegen wir am Ende vom Kampf. Weil das ist so gemacht, wenn wir von mehreren Ratten umzingelt sind, dann ist das halt so. Ja, man kämpft gegen die und irgendwann sind dann alle um einen rum tot und dann kriegt man die gesamten Erfahrungspunkte für die Ratten und kann dann, wenn man genug gesammelt hat, in unserem Fall momentan immer auf Stufe 2 zu kommen, 1000, ja, dann kriegen wir unseren Stufenaufstieg anschließend. Keine Ahnung, man kann sich hier so, ich
dauert maximal so 500 Erfahrungspunkte hier drin zusammenklauben, indem man alle Ratten vernichtet. Hier sieht man jetzt auch nochmal Knochen, die können wir uns gleich nochmal angucken, aber ich glaube, viel mehr als Knochen werden wir da nicht sehen. Können wir das mal umbringen? Nein, natürlich nicht. Affe, das wir dürfen nochmal. Oh, wie gut. Liegt das daran, dass wir so viel Beweglichkeit haben? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Warte, kommst du mal hierher? Ja, wir gehen nochmal einen Schritt an dich ran. Ah ja, Nahkampf. Ja, alles ist voller Ratten, total widerwärtig. Ja, wir treffen sie. Boah, ein Schaden. Wir sind der King. Und sie trifft uns natürlich mal wieder voll viel mehr. Enter. Kommt einer an mich ran? Nein, dann gehen wir von hinten mal. Ach, jetzt kommt sie doch ran. Ja, erstmal den Kampf beenden, damit die Ratte rankommen kann. Aber wenigstens steht sie genau vor uns und darf nicht mehr angreifen. Das heißt, wir können dreimal in sie reinprügeln. Weil wir so gut sind mit unserem kleinen Brotmesser hier. So, jetzt können wir mal auf die Knochen gucken. Du siehst Knochen und da sehen wir auch Knochen. Leider können wir sie nicht anklicken. Ein großer Haufen, achso, wir können sie doch anklicken. Ein großer Haufen ausgebleichter Tierknochen. Zumindest glaubst du, dass es sich um Tierknochen handelt. Können wir auch mal die Steine noch genauer anklicken? Ach doch, hier war was. Du siehst Stalagmit. Eine natürliche Erweiterung des Steinbodens. Schön beschrieben. Da fühlt man sich gleich wie in Planescape Torment. Ja, wir töten weiterhin Ratten und trinken nebenbei Tee. Gut, unser Avatar hier nicht. Sie quietscht. Boah, sie muss sterben. Sie quietscht einfach gegen meinen Willen. Nein, Ratte, du darfst nicht auch noch kommen. So, wir gehen weiter auf die. Auch wenn wir da vorher noch keinen Schaden haben. Genau, Splatter. Also schön. Ja, diese Runde treffen wir natürlich alles hier weg und jetzt mal wieder bestimmt gar nicht. Wir sind so ein Unglückskind. Wir machen ab und zu nur einen Schaden. Nein, auf 13 HP, ihr bösen Viecher. So, hier unten ist auch noch ein. Ich glaube, wir kriegen mit unseren 13 Lebenspunkten noch gerade so tot. Wo bist du? Wo bist du? Ich hab dich gesehen. Da bist du. Sehen wir die anderen auch, wenn wir gleich auf Angriff. Ah, also sind hier zwei. Gut zu wissen. Bestimmt machen die uns erstmal rund. Ach, doch nicht. Ah, wir machen es nicht. Ja, natürlich, dann gehen wir noch einen Schritt weg. Dann muss die nämlich weiter an uns rankommen, wenn sie dann kommt. Ah, du kommst. Das ist schön. Dann kann sie hoffentlich nicht angreifen. Also ein bisschen taktische Kämpfe halt, rundenbasierte taktische Kämpfe, mit dem, dass die Gegner nicht angreifen, man voll austeilt. Wie man hier sieht, wir sind die ganze Zeit am Hacken und am Hacken und am Hacken, bis der Gegner tot zu unseren Füßen liegt. Ja, wir sind natürlich auch Bolzmann und wir können kleine Ratten nicht zertreten, weil wir ein Messer dafür brauchen, mit dem wir daneben treffen können. Weil wir sonst viel zu ultra wären, wenn wir die Viecher einfach zertreten dürften. Naja, kann man halt nichts machen. Jetzt haben wir auch mal wieder voll überhaupt nicht getroffen die ganze Zeit. Ja, quietsch wieder, du Viech. Boah, könntest du jetzt noch einmal treffen? 55%, Mann. 55% und 6 Mal hintereinander nicht getroffen. Also die Prozentangabe, die ist so... Vielleicht ist das ja irgendwie auch vom Stärkewerk abgeschnitten. Stärkewert, ja. Stärkewert abhängig, wie man trifft. Man weiß es nicht. Wie gesagt, ich ging ja schon darauf ein, das Spiel, das ist, sind hier jetzt noch, gehen wir mal in den Kampfmodus. Sind hier noch irgendwo Ratten? Nein, erstmal noch nicht. So, dann gehen wir weiter. Wie finden wir hier noch einen? Ja, wie schon gesagt, im Kampfmodus sehen wir, ah, hier sind noch zwei. Sehen wir die rot hervorgehoben, dann enden wir mal den, beenden wir den Zug. Hoffen wir mal, dass die Ratte rankommt. Kommst du? Kommst du? Später, gerade wenn man mehr Fernkampfwaffen haben sollte, ist es vielleicht sogar ratsam, selbst den Kampf anzufangen. Momentan bei den Nahkampfgegnern würde ich aber sagen, ist dieses nicht so. Da die kriechen alle ran und können dann in dem Fall mal doch noch angreifen, aber sonst haben wir die ganze Zeit gesehen, die greifen nicht an, die sind etwas fröhlich da. Ah, jetzt treffen wir wieder irgendwie die ganze Zeit nur zwei Schaden, das ist ärgerlich. So, hier sind keine mehr. Nein, hier sind keine mehr. Gut, dann gehen wir mal weiter. So, wir müssten jetzt hier rauskommen. Was haben wir hier noch hier? Du siehst Steine. Ein großer Haufen Steine. Ja, wer kann man damit. Ist hier noch eine Leiche oder so? Nee, sieht noch ein bisschen so aus. Im Westen siehst du ein Licht. Zum ersten Mal in deinem Leben erblickst du die Außenwelt. Ja, wir kommen nämlich jetzt ins. Ödland, ins postapokalyptische Ödland. Du siehst Knochen und wir können uns selbst drehen, wie man sieht.
Ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich den Haufen Knochen anklicken. Kängurus handelt, bist du aber nicht ganz sicher. Also man kann irgendwie... Ach doch, man kann doch hier zielen. Du glaubst, dass es sich um die Knochen gehörnter Kängurus handelt. Bist du aber nicht ganz sicher. Die Knochen sind einfach zu verwittert, um sie genau bestimmen zu können. Also mit Klicken kann man ziehen. Nee, mit Klicken kann man hier nach oben und nach unten zoomen. Interessant. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Wenn wir hier reintreten, kommen wir in die große Übersichtskarte. Und hier im Osten sehen wir Vault 15. Sieht man auch hier, man könnte das jetzt, glaube ich, anklicken und dann geht man dahin, oder? Genau, man geht da geradewegs drauf zu. Man könnte ja auch einfach selber rumklicken. Mal gucken, wie weit wir kommen, bis wir an einen Zwischenfall geraten. Wir werden unterwegs vermutlich anhalten. Nämlich hier. Dann klicken wir hier hin. Wir kommen in den Zwischenfall. Sind vermutlich nicht geheilt. Was seid ihr? Ah, wir sehen irgendwelche Händler oder wie. Vielleicht hätten wir Tell Me About Barter. Ja, es ist halt, wenn das ein bisschen eng ist. Also Review. Ich weiß nicht. Review ist vielleicht raus hier. Nein. Dann. Wie kommen wir denn hier raus? Vielleicht mit Escape. Versuchen wir es mal. Nein, tell me about Barter. Barter ist auf jeden Fall Handeln. Egal, reden wir dann erstmal mit dem. Hallo Wanderer, ich heiße Doug und ich bin auf dem Weg nach Shady Sands, um dort Handel zu treiben. Vielleicht kann ich dir meine Ware zeigen. Was verkaufst du? Ich zeig dir was. Mehr. Ja, jetzt kommen wir halt auch so in dieses Handelsmenü. Er verkauft anscheinend ein Kohl, du siehst Obst. Gibt es dazu noch mehr Informationen? Nein. Es kostet nichts. Ach doch, das kostet 11. Ja, was wollen wir nicht. Hier sehen wir, du siehst 223er Kaliber FMJ. Keine Ahnung, FMJ halt. Und hier hat er noch gute Armor Piercing und Munition für nicht bewaffneten Kram. Was will der denn dafür? Was will der denn für eine? Also für 24 will er $83. Haben wir nicht. Wir haben Leuchtraketen. Brauchen wir die alle hier dann? Hat nicht so viel Wert. Na, dann lassen wir das mit dem Handel nochmal. Ja, hier gibt es ja auch Sachen woanders günstiger. Unsere komischen Drogen, die könnten wir auch verkaufen. Ich glaube nicht, dass wir die brauchen. Hier haben wir dann Offer. Also offerieren. Wir bieten ihm dann die Sache an, die wir da haben. Und er entscheidet dann vermutlich, ob ihm das zusagt. Aber wir können uns weiter noch mit ihm unterhalten. Oder wie sehe ich das? Du siehst, ja, danke, auf Wiedersehen. Dann kommen wir hier raus. Hier haben wir noch... Ich würde... bleib doch mal stehen hier. Du siehst Wächter. Okay, der läuft mit Wächter rum und hier ist einfach ein Händler. Ja, dann ignorieren wir den soweit mal und gehen jetzt noch weiter nach... in das Dorf, was wir sahen. Das ist schon gut, dass wir mal rennen. So kommen wir hier wenigstens schnell raus, aber wir sind bestimmt nach unten schneller gewesen. So, wir gehen und wir kommen hier jetzt an. Und hier bekommen wir jetzt dieses Symbol. Das bedeutet, wir können da irgendwie reingehen. Dazu klicken wir einfach auf das Symbol, dann wird das ausgefüllt und hier kommen wir dann schon an. Willkommen in Shady Sands, Fremder. Bitte steck deine Waffen weg, wenn du hier bist. Dafür gehen wir ins Inventar. Machen so, Waffen weg. Sind wir kooperativ? Du siehst Doug den Un... Achso, das ist noch wegen dem Händler eben. Im Süden siehst du eine Mauer aus Lehmstein, die ein fremdlich aussehendes Dorf umgibt. Ja, das ist das hier. Da haben wir natürlich auch die Übersichtskarte. Okay, die ist anscheinend sogar komplett. Und obwohl das Bild schief ist, ist die... Ja... Hier schön quadratisch geordnet. Scanner brauchen wir eh nicht einsetzen. So, Shady Sands, unsere erste Haltestation auf unserer Reise zur Vault 15. Aus Vault 13 kamen wir ja. Unsere Heimat Vault, für die wir den Wasserschirm suchen. Ja, was machen wir hier? Wie gesagt, ich kenne den Anfang. Das heißt, wir werden hier ein wenig Ausrüstung zusammensuchen. Zumindest nächstes Mal. Ich gebe nur schon mal an, was wir nächstes Mal machen werden. Wir werden hier ein bisschen Ausrüstung zusammensuchen. Vielleicht suchen wir uns auch schon einen Begleiter, falls es hier sowas in der Art gab. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich weiß, es gibt Begleiter. Ich weiß bloß nicht mehr, ob es hier jemanden gab, der einen begleitet. Und dann werden wir nochmal bei den ganzen Leuten hier gucken, ob die vielleicht Aufgaben für uns haben, um ein paar Gegenstände oder Geld oder ja, ähnliches halt zu kommen. Aber wie ich schon sagte, das machen wir nächstes Mal. Dann werden wir den Ort hier betreten und mit... Du siehst Katrina. Sie hat ein sehr schönes Lächeln. Mit ihr reden und mit... du siehst Zed.
den Anführer der Wache von Shady Sands, und mit ihm auch sprechen. Und ja, sehen wir mal, was uns das bringen wird. Und hoffen wir, dass wir unseren Wasserschiff zügig finden werden. Also, ich verabschiede mich damit von dieser ersten Folge Fallout 1. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.